Weltmacht Internet? Oder sollten wir alles rund ums Internet nicht kritisch oder kritischer hinterfragen? Mein Name ist Martin Pilgram. Ich habe vor meiner Verrentung im DLR, Deutschem Zentrum für Luft- und Raumfahrt, gearbeitet und war dort unter anderem für die IT-Sicherheit in der Raumfahrt zuständig. Auch schon im Januar hatte ich mir überlegt, ob ich mir nicht die ganze Arbeit hier sparen könnte und nicht einfach das überall diskutierte Programm ChatGPT dafür hernehmen sollte, um den Vortrag für mich schreiben zu lassen. Aber damals war das Programm überlastet, um meinen Antrag anzunehmen. Am Ende der Ausführung werde ich noch mal kurz auf künstliche Intelligenz und ChatGPT eingehen. Wir können, glaube ich, heute das Internet aus unserer Lebenswirklichkeit kaum mehr wegdenken. Dabei gibt es das Internet ja eigentlich noch gar nicht so lange. Am 29. Oktober 1969 startete das Internet als ARPANET. Es verband Großrechner von Universitäten und Forschungseinrichtungen. Sein Ziel war zunächst, die Rechenleistung dieser Großrechner effizienter zu nutzen, zuerst nur in den USA, später weltweit. Eine Legende besagt, das ursprüngliche Ziel des Projektes bestand vor dem Hintergrund des Kalten Krieges in der Schaffung eines verteilten Kommunikationssystems, um im Falle eines Atomkriegs eine störungsfreie Kommunikation zu ermöglichen. Dabei wurden auf Kosten des US-Verteidigungsministeriums aber vor allem zivile Projekte gefördert. Die Hauptanwendung damals war das E-Mail. Ab 1990 wurde das Internet auch für kommerzielle Zwecke benutzt. Dies erhielt durch die Entwicklung des ersten grafikfähigen Internetbrowsers so ein Darstellungsprogramm für Inhalte im Internet am CERN in Genf 1993, sein Name damals Mosaik, einen bedeutenden Schub. Mit der zunehmenden Verbreitung von verschiedenen mobilen Endgeräten entwickeln sich herkömmliche Anwendungen, die auf einem Rechner liefen, zu verteilten Anwendungen, die Rechner und Speicherleistungen anderer Rechner nutzten. Wie nutzen Sie denn das Internet? Benutzen Sie für den Internetzugang Ihr Handy? Machen Sie Ihre Bankgeschäfte am Computer? Oder löschen Sie Cookies beim Verlassen Ihrer Internetverbindung? Oder müssen Sie jetzt mich fragen, was Cookies überhaupt sind? Wenn wir etwas suchen, fragen wir nicht irgendjemanden, der es wissen könnte, oder schauen in dicke Wälzer. Heute gibt uns das Internet auf fast jede Frage Antworten. Dabei stellt sich dann eher die Frage, wie müssen wir diese Antworten bewerten? Sind diese Antworten auch immer richtig? Wenn wir einkaufen, tun wir das auch vermehrt über das Internet. Wir vergleichen die Preise bei verschiedenen Anbietern und bestellen beim billigsten. Die lokalen Geschäfte konnten schon lange nicht mehr mit den Angeboten im Internet mithalten. Und auch die Lieferung nach Hause, im Preis oft inbegriffen, ist doch viel bequemer. Streaming-Dienste haben Platten und CDs abgelöst. Wie Musik sind auch Filme im Internet verfügbar, ob auf YouTube oder in einer Mediathek. Unsere Fernseh- und Hörfunkgewohnheiten ändern sich. Wir sind nicht mehr an feste Zeiten gebunden, sondern können vor- und nachhören bzw. vor- und nachsehen. Und so können auch Menschen überall auf der Welt diesen Podcast hören. Statt Brett- und Kartenspielen sind viele Spiele ins Internet gewandert. Mit dabei auch Glücksspiele. Der Spielemarkt ist heute der lukrativste bei den Programmen auf mobilen Geräten. Alleine in Deutschland ging es dabei 2022 um mehr als 5 Milliarden Euro. Aber diese technischen Entwicklungen haben auch ihre negativen Seiten. Ich habe es eben schon mal gesagt, viele Geschäfte müssen aufgrund des verschärften Wettbewerbs dicht machen. Und umweltschonend ist es auch nicht gerade, wenn sich jeder seine Artikel direkt nach Hause liefern lässt. Mit den Lieferungen nach Hause geht die Möglichkeit des Probierens verloren. Oder aber
Man wählt daheim aus verschiedenen Lieferungen, der Rest geht zurück und wird dann meist vernichtet. Auch bei den Zeitungen befördert das Digitale die Konzentration. Diese Kooperation trägt allerdings oft nicht zum Erhalt der Meinungsvielfalt bei. Kommen wir nun zu den großen Dreien: Google, Amazon, Facebook. Hat der Bürger, der alle Freiheiten hat, beziehungsweise das nutzen kann, was ihm gefällt, das Sagen im Internet? Oder doch die großen IT-Konzerne, die die Basis für das Angebot im Internet bilden? Mit Google, Amazon, Facebook, Alibaba gehören heute vor allem Internetunternehmen zu den wertvollsten Unternehmen an der Börse. Weltweit nutzen 66% aller Menschen für den Zugang ins Internet den Google-Browser Chrome. Alle anderen Zugangsprogramme bewegen sich in Größenordnungen um bzw. unter 10%. Bei den Suchmaschinen, bei denen auch Google eine führende Rolle spielt, ist das noch ausgeprägter. Hier benutzen 90% die Google-Suchmaschine. Die Benutzung des Browsers ist kostenlos. Die Benutzung der Suchmaschine ist kostenlos, aber wie sieht dann das Geschäftsmodell von Google aus? Von irgendwas muss auch Google leben. Es lebt von den Daten, die wir bei der Benutzung preisgeben. Dazu kommt die Werbung. Werbung wird dabei zielgerichtet geschaltet, zielgerichtet auf unsere Interessen. Ist man alt, bekommt man Werbung für alte Menschen. Wenn man nach Autos sucht, bekommt man Autowerbung. Und dann bleibt vieles bei einer Suchmaschine wie Google im Dunkeln. Warum werden uns bestimmte Suchergebnisse als erstes angezeigt? Was macht ihre Relevanz aus? Wird dafür auch bezahlt? Werden eigene Produkte begünstigt? Schauen wir jetzt mal auf Amazon. Es fing alles mit dem Buchverkauf im Internet an. In Deutschland verzichtete man auf die Portokosten, weil man die Buchpreisbindung nicht umgehen konnte und trotzdem Wettbewerbsvorteile haben wollte. Nachdem das Buchgeschäft gut lief, baute man das Geschäftsmodell auch für andere Waren aus. Schließlich stellte man seine Rechner anderen Firmen zur Verfügung, die mittels Infrastruktur von Amazon ihre Waren verkaufen konnten. Amazon sieht dabei, was sich gut verkauft, produziert diese Produkte schließlich selbst. Das steigert den Gewinn weiter. Anbieter auf der Amazon-Plattform zahlen an Amazon Provisionen zwischen 8 und 15% für ihre Verkäufe. Dazu kommen noch Kosten für Versand und Lagerung. Und oft müssen diese Anbieter auch versichern, dass sie ihre Produkte nirgends sonst und vor allem nicht billiger anbieten. Als drittes Beispiel soll hier Facebook als soziales Netzwerk betrachtet werden. 2022 noch das meistgenutzte soziale Netzwerk mit fast 3 Milliarden aktiven Nutzern, gefolgt von YouTube und WhatsApp. Was macht so ein soziales Netzwerk aus? Man kann Gruppen bilden, Freunde sammeln, Botschaften posten und austauschen und diese auch bewerten und kommentieren. Dem Nutzer werden dann entsprechende Botschaften von Freunden oder wichtige andere Botschaften zugespielt. Aber auch hier, was entscheidet über die Rangfolge der eingespielten Botschaften? Gerade die Algorithmen, die Auswertung der Eingaben bilden das Herz der sozialen Netzwerke. Das sind ihre Geschäftsgeheimnisse. Sie sind es aber auch, die dazu führen, dass den Nutzern gerade die Themen und Inhalte zugespielt werden, die sie gerne hören wollen oder für deren Zuspielung andere zahlen. Dadurch können die Netzwerke ihre Nutzer bei der Stange halten, aber sie erzeugen auch sogenannte Filterblasen. Man erfährt eigentlich immer nur, was man hören möchte. Auseinandersetzungen mit einem Thema werden nicht befördert. Und weiter stellt sich die Frage nach den Inhalten, die die Nutzer hier einstellen. Verstoßen sie gegen Recht und Gesetz? Und wenn ja, wer ahndet das? Automatismen sorgen dafür, dass bestimmte Inhalte gleichgelöscht werden. Über andere Inhalte entscheiden Abteilungen der sozialen Netzwerke. Aber auch deren Kriterien sind nicht transparent. Und da diese Abteilungen nur der eigenen Firma verantwortlich sind, stellt sich die Frage, was legitimiert sie? Bei derartigen Fragen reden sich die sozialen Netzwerke gerne heraus. Sie seien ja nur diejenigen, die die Programme zur Verfügung stellen. Für die Inhalte sind die verantwortlich, die sie einstellen. Die aber bleiben oft anonym.
Und welche Macht diese Firmen haben, zeigte sich auch an den Zukäufen von Facebook. Man versprach, dass WhatsApp und Instagram selbstständig bleiben. Heute tauschen sie miteinander Daten über ihre Nutzer aus. Hohe Strafen dafür, dass die Absprachen gebrochen wurden, zahlt man aus der Portokasse. Bezahlen Internetfirmen Steuern und wenn ja, wo? Da sie nichts Handfestes herstellen, ist es ihnen noch leichter als anderen Multis, ihre Gewinne in Steueroasen zu verschieben. Eine kleine Bremse wurde hier 2021 mit der Unternehmenssteuer eingeführt. Hier muss eine Firma im Stammland die Steuern zahlen, die es mit einer Niederlassung in einer Steueroase spart. Zum anderen müssen auch in den Ländern Steuern gezahlt werden, wo Gewinne anfallen. Allerdings ist der Steuersatz mit 15% recht niedrig und unter die Regelung fallen nur die wirklich großen in Deutschland, gerade 8 Unternehmen. Ein weiteres Problem ist die Manipulation der Nutzer. Über personalisierte Werbenachrichten, die über Social-Media-Plattformen verbreitet werden und anders als analoge Wahlwerbung nicht für breite Öffentlichkeit sichtbar sind, steuerte Cambridge Analytica 2016 die digitale Leave-Kampagne der Befürworter eines EU-Austritts. Sensationalistische Attacken gegen den politischen Gegner erzielen die größte Resonanz auf Social Media. Deswegen wurden Negativkampagnen zu einer zentralen Werbestrategie. So mobilisierte die Kampagne im Jahre 2016 auf Facebook mit Falschmeldungen über einen angeblichen EU-Beitritt der Türkei und weiterer Länder auf rassistische Weise gegen den Verbleib der Briten in der EU. Es wurde verbreitet, dass 80 Millionen Türken England überschwemmen. Ergebnisse im Nachgang eingesetzter Untersuchungsausschüsse zeigten, dass die Analyse von Millionen Nutzerdaten ebenso wie die gezielte Ansprache von Menschen, die als besonders empfänglich galten, eine Rolle spielten. Zentrales Ziel der Brexit-Kampagne war es, dafür zu sorgen, dass bestimmte Gruppen abstimmten, die sonst nicht unbedingt wählen gehen. Man hatte eine Gruppe junger weißer Männer aus der Arbeiterschicht ausgemacht, die sich eigentlich nicht für Politik interessiert, aber eher für als gegen den Brexit ist. Und diese Männer, so hatten die Brexit-Wahlkämpfer ihrer Datenanalyse entnommen, würden sich vor allem mit der Angst vor mehr Einwanderung, ihrer Furcht vor Souveränitätsverlust und ihrer Ablehnung hoher Zahlungen an die EU ködern lassen. Die einfache Antwort auf diese Ängste wurde in den Anzeigen oder den mit ihnen verlinkten Website gleich mitgeliefert. Brexit. Straftaten haben sich mit dem Internet auch zunehmend ins Internet verlagert. Andere sind erst durch das Internet entstanden. 2021 betrug der Anteil der Vermögens- und Fälschungsdelikte an allen Straftaten im Internet 68%. Der überwiegende Teil davon waren Betrugsdelikte. Insgesamt wurden im Jahr 2021 in Deutschland 383.000 Straftaten im Internet registriert. Das waren jedenfalls die gemeldeten, viele aber blieben ungemeldet. Gerade Hackerangriffe auf Unternehmen sind oft geschäftsschädigend, wenn sie publik werden und bleiben deshalb ungemeldet. Allein 2021 entstand dadurch in Deutschland ein Schaden von 203 Milliarden Euro. Besonders angestiegen sind dabei Angriffe aus Russland und China, die heute 3/4 aller Angriffe ausmachen. Die meisten Schäden entstanden den Unternehmen durch gestohlene Passwörter, Ausspähen und Viren, Attacken, die durch vermehrten Zugriff Server lahmlegen, verursachen 21% der Schäden. Wurden in der Vergangenheit oft sensible Daten, also Passwörter, gestohlen, werden heute oft die Daten auf den angegriffenen Rechnern verschlüsselt und mit der Entschlüsselung Lösegeld erpresst. So etwa zum Jahreswechsel bei der Caritas. In der Vergangenheit wurden auch immer wieder Berichte über Hackergruppen aus China und Nordkorea bekannt,
deren Spionageaktivitäten scheinbar von den jeweiligen Regierungen unterstützt werden. Zudem gibt es in beiden Staaten Regierungsprojekte, die durch Einnahmen aus Cyberkriminalität finanziert werden, wie zum Beispiel das Raketenprogramm in Pyongyang. Im Januar 2022 berichtete die Frankfurter Rundschau über eine Beute von 400 Millionen Dollar in Kryptowährung durch Nordkorea. Und so verschwimmen hier die Grenzen organisierter Kriminalität und staatlicher Angriffe. Entsprechend wird darüber gestritten, wie darauf reagiert werden soll. Der Computerwurm Stuxnet sollte Irans Atomprogramm bremsen. Wahrscheinlich von Israel und den USA entwickelt, wurde er 2010 enttarnt. Aber auch im aktuellen Krieg in der Ukraine werden Internetwaffen eingesetzt. Dabei wird durch Angriffe aus Russland etwa versucht, die Stromversorgung in der Ukraine abzuschalten und die Rechner, die für die Stromversorgung nötig sind, zu zerstören. Gleich zu Beginn des Krieges gab es einen Angriff auf das Mobilfunknetz des Satellitenbetreibers Viasat. Dabei wurden die Modems für die Verbindung über den Satelliten KASAT-9A zerstört. Diese werden vor allem vom ukrainischen Militär und der dortigen Polizei zur Verbindung ins Internet benutzt. Die Auswirkungen waren aber auch in Westeuropa spürbar. Viele Windkraftanlagen konnten nicht mehr aus der Ferne gewartet werden, da sie auch über entsprechende Satellitenverbindungen an das Internet angeschlossen waren. Hier werden also zunehmend Industrieanlagen bzw. die kritische Infrastruktur angegriffen. Viele dieser Anlagen werden heute zentral gesteuert und so irgendwie auch ins Internet eingebunden. Für Schwachstellen, die nicht öffentlich bekannt sind, werden in Hackerkreisen bis zu 1 Million Dollar bezahlt. 2021 soll es 80 Angriffe auf entsprechend bis dahin unbekannte Schwachstellen gegeben haben. Leider gibt es auch bis heute bei uns keine Gesetze, die staatliche Stellen dazu verpflichten, entsprechende Schwachstellen zu veröffentlichen. Das liegt vor allem daran, dass sie ihre eigenen Maßnahmen zur Abwehr von entsprechenden Angriffen für die Gegenmaßnahmen, die nur ihnen bekannten Schwachstellen nutzen. Und wie weit darf diese Abwehr gehen? Sind Gegenattacken zulässig? Etwa um die Rechner, von denen die Angriffe ausgehen, unschädlich zu machen? Leider ist nicht immer klar, wer der Verursacher ist und welche Kollateralschäden ein entsprechender Gegenangriff auslösen könnte. Nicht erst mit den Berichten über das Programm ChatGPT spricht man von künstlicher Intelligenz. Ihre Anfänge reichen zurück ins Jahre 1956, als John McCarthy am Dartmouth College von Hannover in New Hampshire einen 6-wöchigen Workshop mit dem Titel Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence organisierte. In der Folge wurde oft diskutiert, was denn unter künstlicher Intelligenz überhaupt zu verstehen sei. Dabei kam zum Beispiel der Begriff Big Data auf. Die vielen im Internet und auf privaten Datenbanken gespeicherten Informationen können ja miteinander verknüpft werden und so können verlässliche Voraussagen getroffen werden. Ein Beispiel dafür: Wann kommen in einem Supermarkt Menschen und wollen frische Brötchen kaufen? Wenn man das weiß, kann man entsprechend diese Brötchen produzieren. Auch die Polizei verwendet entsprechende Programme für ihre Arbeit. Die aktuell in Deutschland eingesetzten basieren auf der Software des US-Herstellers Palantir und heißen etwa HessenData oder Vera. Das verfahrensübergreifende Recherche- und Analysesystem Vera soll als Suchindex für alle Datenbanken der Polizei in Bayern zum Einsatz kommen. Die Software entdeckt dabei Muster, die für ermittelnde Beamte nicht offensichtlich sind. Das geschieht per Mausklick in Sekundenschnelle statt langem Atemwühlen mit manuellem Abgleich. Es geht um große Delikte, Terrorismus, organisierte Kriminalität, Kindesmissbrauch. Die Gegner des Einsatzes einer solchen Software sehen Grundrechte in Gefahr und warnen: Schnell können Unbeteiligte ins Visier der Ermittler geraten.
Am 16. Februar 2023 verkündeten die Karlsruher Richterinnen und Richter, die Regelungen zum Einsatz des Programms HessenData seien in ihrer derzeitigen Form verfassungswidrig. Eine verfassungsgemäße Ausgestaltung sei aber möglich. Denkbar ist zum Beispiel, dass im Gesetz die Fälle konkreter benannt werden müssen, bei denen etwa HessenData zum Einsatz kommen darf und auch, dass Speicherfristen definiert werden. ChatGPT ist ein textbasiertes Dialogsystem, das auf maschinellem Lernen beruht. Es wurde im November 2022 von der Firma OpenAI veröffentlicht, die in einer engen Verbindung zu Microsoft steht. Inzwischen haben auch Google mit Google Bard und Facebook mit Llama nachgezogen. ChatGPT gibt es inzwischen als GPT-4 in einer neuen Version. Diskutiert wurde gleich nach der Veröffentlichung, wie weit man noch kontrollieren könne, ob wissenschaftliche Arbeiten wirklich auf eigenen Ideen ihrer Autoren beruhen oder in großen Teilen von Programmen geschrieben wurden. Fakt ist, dass solche sogenannten großen Sprachmodelle immer besser und besser werden. Zugleich hat der Informatiker Zayash Kapoor von der Princeton University Angst, wie sie sich auf die Öffentlichkeit auswirken. ChatGPT wird benutzt, um Bullshit zu automatisieren, sagt er. Der Philosoph Harry Frankfurt hat Bullshit definiert als die Fähigkeit zu überzeugen, ohne sich um die Wahrheit zu scheren. Ähnlich ist es mit ChatGPT. Viele der Textoutputs des Chatbots sind sehr überzeugend und das ist das Problem. Denn wir haben unser ganzes Leben lang gelernt, Dinge aufgrund ihrer Form und ihres Inhalts zu beurteilen. Aber bei ChatGPT können wir uns nicht mehr auf die Form eines Textes verlassen, um zu beurteilen, ob sein Inhalt gut ist. Am 31. März 2023 ließ Italiens Datenschutzbehörde den KI-basierten Chatbot ChatGPT-4S sperren. Als Grund nannte sie Verstöße gegen den Daten- und Jugendschutz. Den Entwicklern der Software droht im Zweifel eine Millionenstrafe. Auch in Deutschland diskutieren Datenschützer die Probleme. Die Polizeibehörde Europol erklärte, Kriminelle und Betrüger könnten sich die Anwendungen zunutze machen. Chatbots könnten zum Beispiel um Informationen geben, wie man in ein Haus einbricht, bis hin zum Terrorismus, Cyberkriminalität und sexuellem Missbrauch von Kindern. Eine unabhängige Kontrollinstanz oder konkrete staatliche Regelung gibt es bisher nicht. Viele Themen konnte ich in der Kürze der Zeit nicht ansprechen, wären für Sie aber vielleicht auch interessant gewesen. So etwa Ausführungen über die Spionagesoftware Predator oder Pegasus, über das Darknet, darüber, dass das Internet nichts vergisst, über Urheberrechte. Bei Interesse kann es gerne einen weiteren Podcast geben, der diese Themen aufgreift. Für den Moment bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie gehen mit allem, was das Internet betrifft, in Zukunft nachdenklich um. Das wäre jedenfalls mein Wunsch an Sie. Danke fürs Zuhören.